Meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 40, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein hessisches Denkmalschutzgesetz, Drucksache 19/4096 und Drucksache 19/3570. Das Wort hat der Abg. Hofmeister als Berichterstatter zunächst. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Ausschusses Wissenschaft und Kunst vom 17. November dieses Jahres vortragen. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der FDP und bei Enthaltung von DIE LINKE den Gesetzentwurf 19/3570 unter Berücksichtigung des Änderungsantrags auf Drucksache 19/4090 in zweiter Lesung anzunehmen. Danke. Erste Wortmeldung der Aussprache ist der Kollege Hofmeister für die CDU-Fraktion. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, Kultur schafft Identität und prägt das Bewusstsein der Menschen. Und zur Kultur gehört auch das geschichtliche Erbe der Jahrhunderte in unterschiedlichster Form. Daher nimmt das seit 1986 bestehende Denkmalschutzgesetz in Hessen zu Recht eine wichtige Rolle ein und hat sich in dieser Zeit bewährt. Aber natürlich entwickeln sich über die drei Jahrzehnte hinweg neue Herausforderungen und auch neue Sichtweisen. Und die besondere Herausforderung bei einem bestehenden und anerkanntermaßen guten Gesetz – ich sehe Herrn Viehbruck vom Landesamt für Denkmalpflege auf der Tribüne – ist es wichtig und bei dieser Überarbeitung wichtig, den verlässlichen und berechenbaren Rahmen für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die Institutionen zu erhalten und sinnvoll in den notwendigen Abschnitten weiterzuentwickeln. Ich darf an dieser Stelle herzlich danken allen Kolleginnen und Kollegen für die sachlichen und unaufgeregten Beratungen im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Ich will es an dieser Stelle nochmals deutlich herausstellen. Der Auftrag der Denkmalpflege ist keineswegs einfach. Er lautet kurz gefasst, Kulturgut zu bewahren, Kulturgut erlebbar und nutzbar zu erhalten oder zu machen. Dafür braucht es den sachlichen und zielorientierten Umgang mit Eigentümern, privaten Investoren, kommunalen Trägern sowie die Pflege und den Erhalt landeseigener Liegenschaften mit viel Augenmaß. Fragestellungen nach Zumutbarkeit und Angemessenheit sind zu beantworten, Abwägungsentscheidungen zu treffen. Und dies sind keine Kleinigkeiten. Am Ende kommt es, wie immer im Leben eigentlich, auf den vernünftigen Umgang aller beteiligten Verhandlungspartner miteinander an. Wir haben uns sehr intensiv im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt, haben die Anhörung intensiv genutzt, und daraus sind auch wichtige Impulse zu dem Gesetzentwurf geliefert worden. So werden unter anderem die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern und der Landesverband der jüdischen Gemeinden neu in die Liste der Organisationen aufgenommen, die einen Vertreter in den Landesdenkmalrat entsenden sollen. Weiterhin ist die Frage der Einbeziehung von Ehrenamtlichen in die Denkmalpflege vor Ort gegenüber dem Entwurf noch konkreter gefasst, um hier auch die fachliche Qualität der Beauftragten abzusichern. Weiterhin ein Punkt: Die Formulierungen für genehmigungspflichtige sowie entschädigungspflichtige Maßnahmen wurden präzisiert, und das angelehnt an Gesetzeslagen in anderen Bundesländern. Weiterhin stärken wir die Belange der Barrierefreiheit sowie der Kirchen. Und schließlich regeln wir auch unmissverständlich, wer Bodendenkmäler bei unerlaubten Nachforschungen entdeckt, hat keinen Anspruch auf eine Fundprämie. Ich will noch zwei Änderungen gesondert herausgreifen. Zum einen die Fristen im Genehmigungsverfahren und zum anderen nochmals das Thema Barrierefreiheit. Die Regelung in § 20 zur Frage der Drei-Monats-Frist im Genehmigungsverfahren wurde insbesondere von den kommunalen Vertretern als zu starr kritisiert. Wir möchten daher klarstellen mit der Änderung, dass die Frist natürlich erst bei Vorliegen aller Antragsunterlagen zu laufen beginnt und auch die Möglichkeit einer Fristverlängerung um drei Monate eingeräumt werden kann. Damit sollen die Bedenken der kommunalen Seite ausreichend berücksichtigt sein und gleichzeitig die Belange der Antragsteller für Maßnahmen an Denkmälern im Sinne des Dienstleistungsgedankens aufgenommen sein. Meine Damen und Herren, Barrierefreiheit ist eines der großen Themen unserer Zeit.
Bis vor wenigen Jahren stand dieses praktisch nicht im Fokus. In der Anhörung wurde von verschiedenen Seiten angeregt, die Frage der Barrierefreiheit auch im Denkmalschutzgesetz zu verankern. Und ja, die Anregung ist nachvollziehbar. Und deshalb wollen wir die Belange der Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Denkmälern als besonders zu berücksichtigen verankern. Das ist ein hohes Ziel und ohnehin schon in Teilen schwierig zu erreichen, wenn ich so an die eine oder andere Burg, Schlösser oder historische Rathäuser denke. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, Barrierefreiheit nicht als Ziel für alle Baudenkmäler festzulegen. Ich denke, das ist ein vernünftiger Weg. Wir sind uns der Bedeutung der Barrierefreiheit bewusst, verankern diese im Gesetz, aber schreiben bei allen Anforderungen der Denkmalpflege dem privaten Denkmalbesitzer nicht auch noch vor, Barrierefreiheit herzustellen. Ein klassisches Beispiel für einen Abwägungsprozess. Meine Damen und Herren, mit der breiten Zustimmung im Ausschuss und nun hoffentlich auch im Plenum für den nach der Anhörung noch überarbeiteten Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen haben wir für die kommenden Jahre ein tragfähiges Fundament für den Denkmalschutz in Hessen und tragen damit dazu bei, unser geschichtliches Erbe als Teil unserer Kultur zu bewahren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind hier. Hallo. Frau Kollegin Alex für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Entwurf des Denkmalschutzgesetzes durch die Regierungsparteien wurde durch eine Reihe von Anregungen aus der Anhörung ergänzt. Wir werden dem zustimmen mit einigen Abstrichen, die ich Ihnen gerne vortragen möchte, soweit meine Stimme trägt heute. Was das Gesetz nicht leistet und nicht leisten kann, ist die Sicherung der personellen Kompetenz und der Ressourcen vor Ort. Dazu bedürfte es eines mehrheitlichen Willens in diesem Hause, die hessischen Kommunen und ihre vielen Aufgaben angemessen zu finanzieren. Ich will Ihnen in der Kürze der Zeit nur einige Beispiele aus dem Kommunalbericht 2013 des Rechnungshofes zur vergleichenden Prüfung im Denkmalschutz nennen. 9 Landkreise wurden untersucht. In den 9 Landkreisen gab es insgesamt für alle nur ca. 17 Vollzeitäquivalente. Es gab nur 1,8, das heißt in einem 1 und in einem 0,8 Stellen, von Menschen besetzt, die aus dem Bereich Geschichte, Kunst oder Architektur kamen. Weniger als die Hälfte der Mitarbeiter hatten eine Zusatzausbildung. Meine Damen und Herren, das ist zu wenig. In 30 Jahren sind in Deutschland 30.000 Denkmäler verschwunden. Beratung, das geht auch aus dem Bericht hervor, wird immer wichtiger. Beratung und Bezug auf den Wohnraum, Erhalt des kulturellen Erbes und eine angemessene Abwägung der unterschiedlichen Interessen. Was wir ausdrücklich begrüßen in diesem Gesetz, ist die Aufnahme des Klima- und Ressourcenschutzes. Warum? In der Anhörung wurde ja gesagt, darauf muss ja sowieso geachtet werden. Nein, es soll ins Bewusstsein gebracht werden, und das finden wir richtig. Wir finden es deswegen richtig, weil nämlich der Denkmalschutz immer gerne missbräuchlich als Speerspitze gegen Änderungen bringt, die irgendetwas mit Klima- und Ressourcenschutz zu tun haben, so wie Photovoltaikanlagen oder auch Windkraftanlagen. Da haben Sie ja in der eigenen Koalition so Leute, die dann kleine Anfragen stellen, wie der Abgeordnete Irmer, der aus dem Wissenschafts- und Kunstminister herauskitzeln möchte, dass der Denkmalschutz doch wohl wahrscheinlich eine Windkraftanlage verhindern müsste. Also, da wissen wir, woher der Wind weht, aber wir wissen nicht, dass er niemals Strom erzeugen wird. Ja.
Herr Hofmeister hat es angesprochen, was die Barrierefreiheit anbetrifft. Da hätten wir uns wirklich gewünscht, Sie hätten unserem Antrag zugestimmt. Denn Sie schränken die Barrierefreiheit ein, nämlich nur auf öffentlich zugängliche Gebäude. Sie gehen nur den halben Weg. Dabei ist es doch gerade im privaten Wohnraum und in der Abwägung mit dem Denkmalschutz wichtig, dass behinderte und ältere Menschen in ihren angestammten Wohnungen bleiben und die nötigen Hilfsmittel auch irgendwie unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes einbauen können. Herr Staatsminister, darüber hätte sich auch Ho Chi Minh gefreut, der 79 Jahre alt geworden ist. Wir finden, was dann ein erfülltes Leben ist, das werden Sie wissen, wenn Sie mal so alt sind, dass Sie vielleicht auch einen ordentlichen Wohnraum haben möchten, in dem Sie sich noch selbstständig bewegen können. Also, ich will Ihnen mal dazu das Zitat einer sehr bekannten Paralympionikin, einer Schwimmerin, Kirsten Bruhn, sagen. Das hat sie übrigens gesagt bei der Verleihung von Preisen. Staatsminister Grüttner hat sie verliehen für besonders engagierte Firmen im Bereich der Arbeit mit Schwerstbehinderten. Dort hatte diese Kirsten Bruhn einen Vortrag gehalten, und sie wurde gefragt, was sie sich denn wünschen würde. Und da hat sie gesagt, sinngemäß, ich würde mir wünschen, weniger Schlaumeierei und mehr Mut zu handeln. Sie hat zwar nicht Schlaumeierei gesagt, sondern ein anderes Wort, das mit klug anfängt, das ich aber für unparlamentarisch halte. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ja, danke schön. Ich bin auch fertig. Wir hätten uns auch mehr Mut zum Handeln gewünscht bei der Barrierefreiheit. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abg. Alex. Das Wort hat Frau Kollegin Beer für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir als FDP-Fraktion können mit der vorliegenden Novelle zum Denkmalschutzgesetz leider nicht ganz so mildtätig umgehen wie die Kollegin Alex. Unserer Meinung nach wird nämlich mit dieser Novelle der Denkmalschutz in Hessen geschwächt. Ich will mich da auf zwei Punkte angesichts der fortgerückten Stunde beschränken, die ich als beispielhaft anführen will. Das eine ist, und Sie wissen das, weil ich das bereits in der ersten Lesung vorgetragen habe und sich das auch aus den Äußerungen der Anzuhörenden ergeben hat, ist, dass zukünftig der Denkmalschutz durch z.B. die wirtschaftlichen Interessen von Windkraftanlagenbetreibern ausgehebelt werden kann. Denn, meine Damen und Herren, und ich meine, dass sich das aus der Anhörung wirklich deutlich ergeben hat, nichts anderes kann das Ziel sein, wenn zukünftig die Interessen von Klima- und Ressourcenschutz nicht mehr gleichgeordneter Belang wie alle anderen sind, sondern gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 bei allen Entscheidungen und Genehmigungen besonders zu berücksichtigen sind. Denn daraufhin gelten sie als überwiegendes öffentliches Interesse gemäß § 18 Absatz 3, was direkt dazu führt, dass eine Genehmigung, sei es zum Eingriff oder gar zur Beseitigung eines Denkmals, zu erteilen ist. Und, meine Damen und Herren, damit haben wir das allererste Mal in Hessen die Situation, dass es nicht wie bisher zu einer Einzelabwägung kommt, bei der alle
berechtigten Interessen gegeneinander abgewogen werden, und zwar gleichberechtigt, sondern dass wir das erste Mal eine Situation haben, wo ein einzelner Belang prioritär genießt. Das bedeutet in der Schlussfolgerung, dass wir ein Denkmalgeschutz schaffen, ein Denkmalschutzgesetz haben werden in Hessen zukünftig, das allererstes Mal das öffentliche Interesse nicht mehr auf den bestmöglichen Erhalt des Denkmals bezieht. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist eine groteske Situation, wenn man das Wort Denkmalschutzgesetz in den Mund nimmt. Doch damit nicht genug. Auch die Stellung der Finder, die legal, mit Betonung auf legal, ich äußere mich da gar nicht zu der richtigen Änderung, die Herr Hofmeister im Hinblick auf Raubgrabungen, nicht genehmigte Grabungen angeführt hat, aber Finder, die legal auf kulturhistorisch wertvolle Funde stoßen, diese Situation wird zukünftig verschlechtert. Zum einen erhalten diese ehrlichen Finder nun nicht mehr einen angemessenen Finderlohn, der sich nämlich nach der alten, bislang noch geltenden Gesetz danach bemessen hat, wie der Verkehrswert ist und die kulturhistorische Bedeutung des Fundes, sondern sie werden auf den Finderlohn einer x-beliebigen Fundsache nach § 971 BGB verwiesen. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, erschwerend kommt noch hinzu, dass die Denkmalschutzbehörde in Zukunft keinerlei Frist mehr hat, innerhalb derer sie entscheiden muss, ob sie einen Fund für hervorragend wissenschaftlich geeignet hält und ihn deswegen behalten will oder eben nicht. Das heißt, der Finder ist letztendlich im Ungewissen gelassen, und er muss sich überlegen, wie er mit dieser Situation umgeht. Ich persönlich befürchte, dass sich daraus lediglich ergeben wird, dass der Anreiz für Finder entfällt, Funde zu melden und abzugeben. Und im Hinblick auf Denkmalschutz, werte Kolleginnen und Kollegen, werden wir mit solch einem verschärften und, wie ich finde, verschlechterten Schatzregal genau das Gegenteil von Schutz erreichen. Auch ich hätte mich gefreut, wenn Sie zum Thema Barrierefreiheit die Version der Freien Demokraten angenommen hätten, die wir in unserem Änderungsantrag hinterlegt haben. Auch wir sind der Meinung, dass die Möglichkeit der Barrierefreiheit nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Raum gegeben sein muss. Aber ich darf Sie herzlich bitten, noch einmal wenigstens darüber nachzudenken, ob nicht die Landesmuseen bei der Begutachtung, Aufbewahrung sowie Präsentation von Fundstücken mit einbezogen werden können. Ich finde wirklich, Herr Minister, dass dieser von den Landesmuseen vorgetragene Wunsch absolut nachvollziehbar ist. Und gerade wenn Sie die Frist für die Feststellung des wissenschaftlichen Wertes eines Fundes jetzt abschaffen, nehmen Sie doch wenigstens die Landesmuseen mit herein, damit die Finder eine Chance darauf haben, dass diese Entscheidung nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt wird. Und zudem, lieber Herr Minister, es würde ja auch die Masse an Lagerraum entlasten. Wo wollen Sie das denn alles über Monate und Jahre stapeln? Da kommt zum nächsten Haushaltsentwurf garantiert der entsprechende Antrag, dass wir Hallen mit entsprechender Tragfähigkeit bauen oder mieten müssen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, um zu betonen, dass selbst die sinnvollen Gesetzesänderungen, die sich jetzt aufgrund der Änderungsanträge ergeben, uns leider nicht dazu führen können, diesem Gesetz zuzustimmen. Denn Sie streichen aus Denkmalschutzgesetz letztendlich bei dem, was Sie hier machen, das Wort Schutz hinaus. Wir werden das erste Mal ein Anti-Denkmalgesetz in Hessen haben, und das ist traurig. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich es kurz machen. Wir haben uns bei dem Gesetzentwurf enthalten. Vieles können wir mittragen. Zum Thema Klima- und Ressourcenschutz ist schon einiges gesagt worden. Da teile ich die Position von Frau Alex, nicht die von Frau Beer. Wir haben auch zum Thema – deswegen enthalten wir uns, ja. Aber sie hat es bisher ausgeführt. Vorher wurde es noch nicht ausgeführt. Auch zum Thema Barrierefreiheit sind Verbesserungen
doch mal auch in das Gesetz reingekommen. Deswegen, Frau Feldmayer, haben wir ja auch Ihrem Änderungsantrag zugestimmt im Ausschuss, weil er das Gesetz besser gemacht hat. Ich will trotzdem sagen, was uns fehlt und warum wir dann doch nicht zustimmen. DIE LINKE hatte ja sehr frühzeitig schon einen Änderungsantrag gestellt, der ein Verbandsklagerecht beinhaltet hat. Und ich möchte Sie gerne an die Anhörung erinnern, wo ja die Verbände, also die, die im Denkmalschutz aktiv sind, in der Anhörung alle dafür waren, dass man ein Verbandsklagerecht auch in das Gesetz mit aufnehmen kann. In der Anhörung war Haus und Grund dagegen. Und ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass sich Schwarz-Grün dann auf die Seite von, also für Haus und Grund entschieden hat und unseren Änderungsantrag abgelehnt hat, obwohl es eben auch eine Forderung ist der Menschen, die sich engagieren im Denkmalschutz, und obwohl es eben eine Änderung wäre, die die Menschen, die sich engagieren, wirklich auch gestärkt hätten. Das finden wir bedauerlich. Deswegen, das fehlt uns in dem Gesetz. Aber ansonsten stehen da viele richtige und wichtige Dinge drin. Und deswegen werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Frau Kollegin Feldmayer, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Hofmeister hat schon noch einmal ganz detailliert ausgeführt, was alles das Hessische Denkmalschutzgesetz, der Entwurf des Denkmalschutzgesetzes beinhaltet und auch die Änderungsanträge. Deshalb will ich mich auf wenige Punkte beschränken. Ich muss sagen, es hat mich gefreut, in der Anhörung zu sehen, dass dieser Gesetzentwurf sehr positiv angekommen ist. In der schriftlichen wie in der mündlichen Anhörung wurde davon gesprochen, das Denkmalschutzgesetz hat sich bewährt. Und alles, was jetzt geändert worden ist, sind kleine notwendige Änderungen. Und man hat davon gesprochen, dass dort mit dem Skalpell, nicht mit der Machete gearbeitet worden ist. Und ich glaube, das weist darauf, dass wir mit diesem Denkmalschutzgesetz in die richtige Richtung gehen, meine Damen und Herren. Die Welt hat sich weiter bewegt in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass man entsprechend dann die Gesetze anpasst. Wir haben die Herausforderungen durch den Klimawandel. Deswegen ist es wichtig, dass jetzt erstmals das Thema Klima- und Ressourcenschutz eine besondere Berücksichtigung in diesem Denkmalschutzgesetz finden soll, meine Damen und Herren. Wir sind in der glücklichen Lage, viele UNESCO-Welterbestätten in Hessen zu haben. Das heißt, diese Welterbestätten sind für die ganze Menschheit von einer besonderen Bedeutung. Und deshalb wird es zum ersten Mal auch in diesem Denkmalschutzgesetz dann so festgeschrieben werden. Ich glaube, das ist auch notwendig und gut. Und wir haben aus der Anhörung gelernt, dass man das Thema Barrierefreiheit auch noch mit aufnehmen sollte. Das ist einer der vielen Punkte übrigens, Frau Wissler, die wir aus der Anhörung gelernt haben. Ich erinnere mich daran, dass Sie vorhin gesagt haben, wir würden überhaupt keine Änderungen aufnehmen oder Anhörungen ignorieren oder sowas. Das habe ich noch so ein bisschen im Ohr. Also da ist eine ganze Menge passiert. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass man die besondere Berücksichtigung des Themas Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden festlegt und nicht, wie die SPD es fordert, generell, obwohl es natürlich wünschenswert ist, dass das generell möglich ist. Aber ich erinnere mich daran, dass es auch schwierig ist, überhaupt denkmalgeschützte Gebäude als Besitzer zu unterhalten. Und wenn wir jetzt sozusagen dann fordern, dass immer die Barrierefreiheit hergestellt wird, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und wir haben ja überhaupt auch Probleme im ländlichen Raum, die denkmalgeschützten Gebäude zu beleben, wiederzubeleben. Viele stehen leer. Viele Menschen wollen keine denkmalgeschützten Gebäude oder wollen sie nicht kaufen, weil es Schwierigkeiten gibt. Und da wollen wir den Leuten nicht noch mehr Steine in den Weg räumen. Das wurde auch in Richtung Verbandsklagerecht auch noch einmal bei der Anhörung gesagt. Das war jetzt nicht nur der Haus- und Grundbesitzerverband, sondern auch die Architektenkammer, die sich negativ geäußert hat zu dem Thema Verbandsklagerecht, weil ich glaube, wir schon eine große Herausforderung haben bei unserem denkmalgeschützten Gebäudebestand in Hessen, vor allen Dingen in den Regionen, die nicht so belebt sind wie die Ballungsräume. Da ist es gut und richtig, dass wir da die wesentlichen Städtebauförderprogramme haben, um auch dafür sorgen zu können, dass die Gebäude zum Beispiel dann auch modernisiert werden können. Also von daher, glaube ich, haben wir hier die richtigen Instrumente gewählt, haben wir auch die notwendigen Änderungen in diesem Gesetzentwurf vorgenommen. Und alles in allem
hatte ich den Eindruck, dass hier eine positive Resonanz ist auf das Gesetz und auf diese Änderungsanträge von der SPD. Es kamen ja auch positive Signale, obwohl wir jetzt nicht hundertprozentig dem entgegenkommen können, was Sie gefordert haben, Frau Alex. Aber es freut mich, dass wir da trotzdem hier in diesem Haus einen relativ großen Konsens haben. Und ich glaube, dieses Gesetz ist gut geworden. Und ich freue mich dann darauf, wenn wir so ein schönes neues Denkmalschutzgesetz haben, wo es erst einmal Klima- und Ressourcenschutz drinsteht. Ich glaube, das ist der richtige Weg für Hessen. Vielen Dank. Herr Staatsminister Rhein, Sie haben das Wort. Denken Sie an die Redezeit 5 Minuten als Empfehlung. Herr Präsident, ich werde mich natürlich an die Redezeit halten. Fidel Alejandro Castro Ruz hat einen bedeutenden Satz gesagt, und zwar am 26. Mai 2004. Er hat gesagt, ich glaube weiterhin fest daran, dass eine bessere Welt möglich ist. Das Denkmalschutzgesetz macht jetzt zwar die Welt, Herr Abg. Boddenberg, nicht unbedingt besser, Sie sind mir jetzt etwas schuldig, aber Denkmäler als geschichtliche Zeugnisse für die Nachwelt zu erhalten, das ist, ja, man muss sagen, wirklich die große Aufgabe der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes. Und diese Aufgabe möglich zu machen, das unterstützt das neue Hessische Denkmalschutzgesetz, wenn Sie es denn vom Entwurf zum Gesetz erheben. Und, verehrte Frau Beer, ich glaube, mit Ihrer Meinung stehen Sie ja nicht nur alleine, sondern sie ist ja auch fachlich und juristisch falsch. Anders sind ja die vielen Stellungnahmen gar nicht zu erklären. Und soweit ist ja geradezu grotesk, was Sie erklärt haben. Ich will mal beispielsweise zitieren Prof. Gerd Weiß, der uns allen bekannt ist, der schreibt, es ist daher erfreulich, dass keine grundsätzlichen Eingriffe in den Gesetzesbestand zu verzeichnen sind. Wenn wir ein Anti-Denkmalschutzgesetz formuliert hätten, würde, glaube ich, Prof. Weiß nicht eine solche Formulierung gefunden haben. Oder lassen Sie mich den Präsidenten des Landesamtes für Denkmalpflege, Herrn Dr. Harzenegger, zitieren, der als Fazit schreibt, das Landesamt für Denkmalpflege begrüßt den vorliegenden Entwurf zur Novellierung, der geeignet ist, in Kontinuität der bisherigen vorbildlichen hessischen Gesetzgebungen den Schutz der Bau- und der Bodendenkmäler in Hessen zu gewährleisten. Was haben Sie gerufen, Frau Beer? Na, das mag zwar sein, die Hessenarchäologie schreibt, begrüßt den Gesetzentwurf ausdrücklich. Jetzt sagen Sie, es sind alles Beschäftigte von uns. Der Verband der deutschen Kunsthistoriker ist nicht mit von uns beschäftigt. Die schreiben, der Verband deutscher Kunsthistoriker begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf und würdigt ihn als eine fachlich engagierte und um sinnvollen Interessenausgleich bemühte Anpassung an die jüngere Rechtsprechung und als notwendige Präzisierung angesichts veränderter Rahmenbedingungen. Oder nehmen Sie den Prof. Dr. Winfried Speitkamp als Vorsitzenden des Hessischen Landesdenkmalrates, der schreibt, aus Sicht des Denkmalrates handelt es sich um eine insgesamt positive Weiterentwicklung des bislang gültigen Denkmalschutzgesetzes. Nehmen Sie so viele andere, die positive Stellungnahmen abgegeben haben, beispielsweise die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, die sagen, der Gesetzentwurf ist erfreulicherweise sehr ausgereift und durchdacht. Dem muss man eigentlich wirklich gar nichts hinzufügen, vielleicht nur so viel hinzufügen, dass ich ausdrücklich dankbar bin den Fraktionen von CDU und GRÜNEN, weil sie einen wirklich guten Gesetzentwurf zur Novellierung des Hessischen Datenschutzgesetzes, Denkmalschutzgesetzes vorgelegt haben. Ich will aber auch das sagen, mein Dank gilt ausdrücklich auch den Oppositionsfraktionen von SPD und Linkspartei für eine wirklich konstruktive Beratung, was sich ja dann am Ende auch bei den Änderungen im Gesetzentwurf niedergeschlagen hat. Herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn Sie das Gesetz, den Gesetzentwurf zum Gesetz erheben. Ich bin sehr sicher damit, dass wir die hessischen Denkmäler weiterhin in hoher Art und Weise würdigen können und dafür sorgen können, dass der Erhalt ihrer selbst gesichert ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit ist die zweite Lesung vollzogen worden. Ich lasse abstimmen über diesen Gesetzentwurf. Wer in zweiter Lesung diesem Gesetzentwurf zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Das ist die FDP-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Ich stelle damit fest, dass dem Gesetzentwurf mit großer Mehrheit zugestimmt worden ist. Er wird damit zum Gesetz.